In diesem Video möchte ich ein Konzept mit viel Potenzial vorstellen. Ich zeige nur das Prinzip. Ein Beispiel folgt dann im nächsten Video. Ich gehe von zwei Klassen aus. Eine heißt A und die andere heißt B. Damit ich die Instanzen dieser Klasse unterscheiden kann, habe ich in der Konstruktorfunktion die Eigenschaft Type definiert bei der Klasse A mit dem Wert A, das Zeichen A, und in der Klasse B mit dem Zeichen B als Wert. So kann ich Objekte unterscheiden, ob sie mit der Klasse A oder mit der Klasse B hergestellt wurden. Und ich gebe Ihnen auch eine Eigenschaft Things bei der Klasse A mit einem gerundeten Wert zwischen 0 und 10 und der Eigenschaft Stuff bei der Klasse B mit einer zufälligen Zahl zwischen 0 und 1. Und diese Zahlen dienen einfach dazu, zu zeigen, dass die Objekte individuelle Werte haben und nicht alle total gleich sind. Dann mache ich einen leeren Array, der heißt myArrays, und in der Funktion Setup befülle ich diesen leeren Array mit Instanzen der Klasse A. Es gibt 5 Wiederholungen und jedes Mal sage ich myArrays push eine neue Instanz der Klasse A. Jetzt kann ich in der Konsole auf der rechten Seite hier schreiben myArrays return und dann auf den kleinen Pfeil klicken und dann sehe ich diese 5 Objekte des Typs A im Array myArrays. Und sie haben alle die Eigenschaft Things mit zufälligen Werten zwischen 0 und 10. Ohne Kommastelle, weil sie mit der Funktion round gerundet werden. Soweit, so gut. Was ich jetzt tue, ist, dass ich in der Konstruktorfunktion der Klasse A einen leeren Array schreibe, den nenne ich Bs, und ich befülle ihn ebenfalls mit einem for Loop, for let i gleich 0, i kleiner als. Ich könnte jetzt gerade diese Things-Variable nehmen und dann nach jeder Iteration das i um 1 erhöhen. Und dann sage ich this bees push new b. Und das bewirkt jetzt, dass immer wenn eine Instanz der Klasse A generiert wird, dass ein zunächst leerer Array befüllt wird mit einer bestimmten Zahl Instanzen der Klasse B. Wenn ich jetzt in der Konsole myArrays schreibe und das aufklappe und anschaue, dann sehe ich, dass eine Eigenschaft Bs dazugekommen ist mit jeweils einem Array. Es wird hier mit Pünktchen zusammengezogen mit Auslassungspunkten und es steht dann eben jeweils die Länge des Array, also die Anzahl Inhalte. Das ist die gleiche wie die Eigenschaft Things, weil ich die ja benutze, um die Anzahl der Wiederholungen einzustellen, mit denen diese Instanzen der Klasse B in diesen Array hineingeschrieben werden. Und wenn ich jetzt so ein Objekt aufklappe und davon den Array Bs aufklappe, dann sehe ich diese Instanzen der Klasse B mit ihrem Typ B und ihrer Stuff-Eigenschaft. Und beim zweiten Objekt im Array myArrays, da sind es etwas weniger. Es sind 8 Objekte im zweiten Fall, im ersten sind es 9 und so weiter. Also jedes Objekt des Typs A hat jetzt einen Array mit Objekten des Typs B. Es gibt also eine Art von Verschachtelung von Objekten oder von Klassen. Und mit diesem Konzept kannst du komplexe grafische Elemente in Einzelteile zerlegen. Und das kann dir dabei helfen, den Überblick zu behalten
und aus relativ einfachen Einzelteilen komplex wirkende Gesamtstrukturen zusammenzufügen. Ein Beispiel dafür versuche ich im nächsten Video zu geben.